Sehr's! Willkommen zurück zu Pokémon Kristall. So. Hallo, Opa! Aha, da sieht man's! Ah, das rote Gardos. Das wird unser zweites Shiny werden. Ich glaube, wir haben sowieso keinen Typ Wasser. Du musst einer aus unserem Team weg und das wirst er sein. Denn das brauche ich eigentlich nicht ab. Und da habe ich keinen Bock drauf, das zu trinken. Täuschen mich meine Augen, ich sah ein rotes Gardos im See. Aber ich dachte, Gardos sind blau. Ja, und ich dachte auch, den Haare sind blau. Diese Gardos sind wütend. Das ist ein böses Omen. Schädest du uns auch bekannt als Gardos? Ja, sag nicht, ich brauche es Surfer. Scheiße. Ja, woher bekomme ich jetzt Surfer? Nein, da zahle ich jetzt kein Geld mehr bei Rocket. Okay, für eine Top-Eater. Wow, da ist noch immer so ein Fettsack. Guten Tag, willkommen in der Pokémon Center. Wir heilen dein Pokémon und machen sie wieder fit. Na, es ging aber schnell. Ich dachte mir, dass mich der nicht weiterlässt. Hier, Zwerg. Ich sehe, du bist neu im irgendwas. Du musst unbedingt eine Wukicks probieren. Ich habe einen bei für nur 300. Gehört dir? Nein. Dann eben nicht. Der lässt uns nur vorbei, wenn wir eine kaufen, oder was? Verdammt, der hat mich abgezockt. Der lässt uns gar nicht durch. Ich hörte, dass ein rotes Gardos am See erschienen ist. Also, das ist seltsam, da schon normale Gardos in diesem See sehr selten sind. Pech gehabt. Mein Lieblingsprogramm im Radio, ich würde sagen Pokémon-Musik. Schwul. Fernsehen. Dies ist ein Fernsehgerät. Ja, toll. Ich möchte Fernsehen. Das Experiment verlief wie am Schnürchen. Kapador ist wertlos, aber Gardos verkauft sich gut. Willkommen, womit kann ich dienen? Kauf. Mini-Pilz. Ein gemeiner Pilz. Wert gering. Sehr lecker, Wert hoch. 9800. Genau. Pokéball, Trank, zurück. Verkauf. Fahrrad. War eigentlich. Nein, kann er leider nichts verkaufen. Lass mich in Ruhe. Ah, wie komme ich jetzt weiter? Dann gehen wir einfach nochmal zurück. Vielleicht finden wir etwas. Oh! Vielleicht hier. Gibst du uns was, Surfer? Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémon, das ich gefangen habe. Nein. Nein, ein Kapitän wahrscheinlich. Waldorfisch. Oh oh, was haben wir ganz vorn? Oh, Gott sei Dank. Nur diesen wertlosen Sack. Nein, der wird uns sehr helfen, beim roten Gardos es zu fangen. Konfusion. 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 Und du bist tot.
Amadeus. Was? Das kann nicht sein. Warum magst du ja Farben? Kesselberg. Bis. Okay, es sieht nicht sehr viel ab. Klug. Schon besser. Und es brennt. Loot. Sehr schön, Volltreffer. Nein. Wow, verpiss dich, Zuban. Ja, genau. Wer ist zurück? Was hast du davon? Boah, nerv doch nicht. Nein, Goldbart. Au! Das tut mir denn jetzt richtig weh in den Ohren. Hörst du, mach das nie wieder. Ha, 1 KP. Brenne! Brenne! Oh, meine Ohren. Sehr schön. Ah, hier überhaupt schon. Ja. Interessiert mich nicht. Boah, wo bin ich? Habe ich nur Schutz oder sowas? Was mache ich? Habe ich nicht stimmt's? Nein! Hier ist ja gar nichts. Bulla! Arschloch. Boah, hört doch mal auf zu nerven. Hier konnte ich auch nicht in die Arena, weil der Arena-Leiter nicht hier war. Willkommen im Pokémon Center, da. Oder war das hier? Ja, natürlich. Dann suche ich eben eine Stadt. Arena-Leiter, wo bist du? Ah, du suchst mit deinem Pokémon nach Abenteuern? Nein, nach den Arena-Leitern. Was wäre ein Abenteuer ohne eine Schatzsuche? Habe ich recht? Gut, du trägst den wahren Abenteuergeist in dir. Das mag ich, nimm diese in dir. Detektor! Für was war der nochmal gut? Anscheinend liegen Items herum, die man leicht übersieht. Setz den Detektor ein, um die Items aufzuspüren, die sich in der Nähe befinden. Ja, boah, sie reden alle zu viel, das regt mich richtig auf.
Wo ist der Renato? Na, Grüte. Hast du gelernt zu tanzen wie die Kimono Girls? Ich habe gehört, dass dir ein eigenartiger Mann etwas Nettes geben wird, wenn du zu ihrem Tanztheater gehst. Ja, wo ist das Tanztheater? Ah, okay. Also irgendeiner hier gibt mir was. Ah, die muss ich besiegen, okay. Das typische Pokémon, darf ich sehen, wie sie kämpfen? Was bekomme ich hier? Vielleicht Surfer? Kimono Girl Edith möchte kämpfen. Ja, die haben jetzt alle Flamara, Aquana, Pizza und so ein Scheiß. Oh oh. Biss. Ah, schreck zurück, sehr schön. Was ist schneller sich? Ja, genau. Boah, wie ich das hasse. Man trifft nichts mehr, weil man jemanden nicht anständig beißen kann. Boah, es ist so dumm. Ja, boah, Flamare, du Missgeburt. Hör auf damit. Mario Stern, hilf uns. Finale. Genau. Sehr schön. So machen wir es jetzt, so machen wir es alle fertig. Außer sie hat dann ein Aquana. Ist sehr stark. Nein, bin ich nicht, du bist nur schwach. Die ist blau, die hat sicher ein Aquana. Ich tanze mit meinem Pokémon, natürlich trainiere ich sie auch. Kimono Girl. Irgendwas möchte ich kämpfen. Oh, Psyana. Mario Stern, hilf uns! Tickle, ah, da hast du! Da bist du gegen Stein gekracht. Oh oh, Intensität! Tschüss, das war's für dich. Okay, dann eben nicht. Boah, was ist jetzt schon wieder, du blödes Spiel? Bah, scheiß Computer. So, du bist tot. Oh, beinahe, fast hätte ich dich gehabt. Nicht mal annähernd. So, jetzt gehe ich schnell mich heilen. Okay, ich beende hier den Part, also. Ciao, Leute.